Warum ist das denn so schwierig? Na du Laumann, was los? Was? Alles im Griff mit den Frauen oder wie? Na klar, da fragst du noch. Sieht man das nicht oder was? Na, dann ist doch alles in Butter, was willst du denn? Aber du glaubst gar nicht, was mir gestern Nacht alles passiert ist. Ich konnte mit der Frau machen, was ich wollte. Im Grunde genommen finde ich eigentlich Fall für die Sexualforschung, weißt du das? Ah, das ist ja mal interessant. Erzähl doch mal ein bisschen mehr. Echt? Das interessiert dich wirklich? Also pass auf, als ich gestern... Ach du Scheiße, ich habe in der Stunde schon wieder den nächsten Termin. Ich habe leider nichts, die Geschichte zu erzählen. Ich erzähl's dir ein andermal, okay? Die Geschichte ist echt lohnenswert, du verpasst was, ich sag's dir. Wohin des Weges? Oh, du mein Vorbild. Lasst mich doch nicht unwissend sterben. Mich dürftet noch eure Geschichte. Mein Herz zerspringt vor Aufregung. Just in diesem Augenblick. Schmier doch deine Geschichten in die Haare, du alte Hackfresse. Ich hab ja andere Probleme, ich ruf da jetzt an. Ich kenne jetzt gar nichts. Ich... Gut, den will Weile haben. Ey, warum bist du denn so gereizt? Sieht das bei deiner Traumfrau nicht? Hast du noch nichts erreicht, oder wie? Na klar. 55583. Was ist das? Ihre Maße? Maße, Maße, was sind das für Maße, ne? Natürlich ihre Telefonnummer. Und, hast du schon mal hier angerufen? Ich glaube, das wäre nicht so gut. Dann hatte mich schon ein Freund. Mein Gott, das ist mal wieder richtig typisch für dich. Das ist doch nur wirklich scheißegal. Guck sie doch erstmal an und dann lernen sie kennen und dann sehen wir weiter. Vielleicht hat sie ja gar keinen Freund. Dein Wort in Gottes Ohren. Hat sie eigentlich eine hübsche Schwester? Nee, du, aber der Bruder von ihr, der ist noch solo, ne? Dann wende dich doch an den. Was sieht das aus, ne? Meine Güte, das kann doch nicht so schwer sein. Pass auf, das geht ganz einfach. Wie war Ihre Nummer? 55583. Moment mal. Ah, Freizeit. Gleich nimmt sie ab. Ich bin noch nicht so weit. Ich muss dich vorbereiten. Ich schaff das sonst nicht, Mensch. Ihr stört. Ja, hallo? Ja, einen Augenblick bitte, ja? Oh doch, ist es für dich? Was ist jetzt los? Hallo? Ja, Kim? Ja, ich bin's. Der tolle Typ aus dem Supermarkt. Ach so. Ja, weshalb ich angerufen habe, ist, ich wollte mal fragen, ob du morgen Zeit hättest. Wie wär's denn mit Donnerstag? Donnerstag? Absolut, Donnerstag finde ich okay, okay, okay. Okay, dann sehen wir am Donnerstag 17 Uhr Molkestraße 33. Okay, bis dann, tschüss. Hallo? Make a bet to one for your wife. So for my personal fun, I'll give you an ugly girl to